Hallo Community, wir sind's wieder von Trader Online Video, die Jenna. Hi. Und ich bin's, der Julian Tach. Und heute unboxen wir von Magic die Ravnica Cluedo Edition mit Verlosung. Viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Gut, vor uns liegt sich schon die Ravnica Cluedo Edition, eine andere Herangehensweise an das Magic-Format. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze aufbaut. Bevor wir aber in das Produkt reingehen, kommen wir erst noch zur Verlosung von Ultimate Guard. Da gibt es nämlich einmal eine Playmat zu gewinnen aus der Artist Edition. Auf der Rückseite haben wir ein paar Informationen über den Künstler selbst. Mhm. Die haben wir auch schon mal in einem anderen separaten Video geunboxed und vorgestellt. Ne? Und jetzt hier haben wir sie auch nochmal. Spirits of the Sea heißt sie. Und das ist die gute Spielmatte. Sehr hübsch. Sehr schön. Ja, Ultimate Guard kann auch Spielmatten, wie wir sehen. Ja. Die könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut? Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Genau, und dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Dann lege ich sie mal behutsam zur Seite. Kommen wir zur Cluedo Edition. Ja, man sieht hier schon 3 bis 4 Spieler. Man kann es aber auch zu zweit spielen, ne? Das ist nicht das Ding. Auch nur englischsprachig. Oh oh. Manche wundern sich bestimmt auch jetzt, wieso das Unboxing erst so spät kommt. Das Produkt ist ja auch schon ein bisschen länger released. Wir waren im Urlaub, ne? Deswegen erst jetzt, aber wir holen es natürlich nach. So, ne? Auf den Seiten haben wir hier auch schon mal ein paar Cluedo-Charakter, die ich jetzt nicht unbedingt kenne. Du ich auch nicht. Nee, gut, nee, nee. Perfekt. Dann, du wolltest die Rückseite vorlesen, ne? Ich wollte die Rückseite vorlesen. Okay. Play Magic with a killer twist. In this unique Cluedo-inspired spin on Magic the Gathering, there are two ways to win. Hurl spells at your opponents on the battlefield or hurl accusations to correctly deduce the killer. Deal combat damage to uncover the suspects, rooms and weapons held by other players to use the process of elimination unless you're eliminated first. Ja, ich habe mir auch noch einen kleinen Infozettel zur Seite gelegt, nämlich einmal so, so ein bisschen so deutsche Informationen zu Cluedo. Ja, das Ganze jetzt so übersetzt. Ja, die Neuinterpretation eines klassischen Krimispiels. In dieser einzigartigen von Cluedo inspirierten Variante von Magic the Gathering führen zwei Wege zum Sieg. Löse den Fall vor deinen Detektivrivalen oder sei der letzte Ermittler, der am Ende übrig ist. Spiele Magic mit einem mörderischen Twist. Gildenmagier Body wird erschlagen in seinem Anwesen aufgefunden und du musst sein gewaltsames Ableben enträtseln. Sammle Beweise, wenn du Kampfschaden zufügst und folge dann den Hinweisen, um den Fall zu lösen. Mhm. Dann ist halt einfach mischen und spielen. Schnappe dir zwei Booster, mische so zusammen und schon kann die Detektivarbeit beginnen. Mit 8 spielfertigen Boostern, ideal für 3 bis 4 Spieler, lässt sich aber auch gut zu zweit spielen. Ja. In der Box drin steht hier unten natürlich auch, haben wir einmal 8 spielfertige Ravnica Cluedo Booster. Ein Cluedo Booster mit 21 Beweiskarten. Mhm. Die 21 Beweiskarten sind auch spielbare Magic-Karten, die nur in dieser Ravnica Cluedo Edition drin sind. Das sind einmal 6 legendäre Kreaturenkarten ohne Rand, die die Mordverdächtigen darstellen. Mhm. Wir haben 5 Artefaktkarten, die die möglichen Mordwaffen darstellen und 10 Länderkarten, die die möglichen Tatorte darstellen. Mhm. In den 8 Ravnica Boostern haben wir auch immer eine für Magic neue Rare und eine für Magic neue Uncommon. Und genau, wir haben noch allgemein in dieser Edition natürlich ein Schockland als traditionelle Vollkarte, als Boxtopperkarte. Ne? Mhm. Wir haben 4 Schirme für verborgene Informationen, ne, damit man nicht sieht, was der andere Spieler sich da so aufschreibt. Ja. Ein Beweisnotizblock, ein Fallaktenumschlag und eine stabile Aufbewahrungsschachtel, die natürlich die hier ist. Ja. So, das war jetzt viel. Gehen wir rein. Innen drin haben wir natürlich auch nochmal eine Anleitung, wie man die Cluedo Edition. Ich muss das hier auch vor. Mach's kaputt. Wie man das Ganze spielt. So, und dann holen wir das Ganze mal raus. Hier ist auch so, das Spark-Symbol ist ein Fingerabdruck. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt richtig erkennen kann. Es war so dunkel. So, und dann haben wir hier die Box. Hier oben steht auch nochmal Ravnica Cluedo Edition drauf. Hier hinten sind die, ja, Suspect. Wahrscheinlich ja. 6 Mordverdächtigen. Und dann haben wir hier in der Box einmal die 8 Ravnica Cluedo Edition Booster. Die natürlich angelehnt sind an die
Gilden, an die 10 Gilden. Es gibt natürlich, es gibt ja 10 verschiedene Themen sozusagen, ja, ne? Aber es sind natürlich nur 8 Booster jetzt hier drin. Oh. So. Dann haben wir hier einmal Trenner. Trenner? Werden das Trenner sein? Bestimmt. Irgendwie so Trenner-ähnliche Sachen. Ja. Sachen, die aussehen wie Trenner und mit großer Wahrscheinlichkeit Trenner sind. Ich hole hier erstmal alles raus. Wie ist das denn hier aufgebaut? Zack. Wir haben hier noch eine innere Box. Kann man die rausnehmen? Nee, kann man nicht. Aber da kannst du bestimmt die Trenner reinpacken. Ah ja, genau. Hier passt so die, kannst du die seitlich so ein bisschen die Trenner reinschieben. Ja. Wenn man es erkennen kann, kann man erkennen. Perfekt. So, dann haben wir hier einmal, was ist das? Suspects, Weapon and Rooms. Wie, kannst du die hier reinpacken oder so? Okay, ist, ja. Ich glaube, das packst du dann in die Box rein. Das hier? Ja. Ja, kann sein. Wir gehen mal weiter. Wir haben hier die... Wir haben keine Ahnung, wie man Clue spielt. Oder na, so Clue, ein bisschen. Oder? Wir haben hier auf jeden Fall erstmal den Booster, wo die 21 Beweiskarten drin sind. Mhm. Aber wir haben hier erstmal auch die 4 Trennwände, ne, die du so aufstellen kannst. So sehen sie von der Seite auf und dann stellst du sie halt so hin, damit keiner sieht, was du aufschreibst. Ne? Wow. Die haben wir halt viermal. Ja. 1, 2, 3, 4. Alle an die Seite. Zack. Dann haben wir hier diesen Notizblock, ne, wo man halt die einzelnen Verdächtigen drauf hat, die Waffen und die Räume, ne, wo du dann ankreuzen kannst, was du vielleicht schon irgendwie von einem der 4 Spieler gesehen hast oder 3 Gegner. Ja. Auf der Rückseite haben wir das gleiche nochmal, damit du auch schön viel Platz hast. Du hast hier auf jeden Fall einige Zettel, das ist auch schön. So, dann haben wir hier, hat einen gewissen Grund, die Confidential-Karten, das steht in der Anleitung auch drin. Hier haben wir den Boxtopper und hier die Anleitung. Die gucken wir uns jetzt mal an. Die ist natürlich auch auf Englisch, ne? Wie das ganze restliche Produkt. Hier ist nochmal, sieht auch schön aus, finde ich. Aber man kann natürlich einfach, einfach irgendwie so Google Lens oder sowas benutzen, wenn man sich übersetzen möchte. Ja. Na, aber im Groben und Ganzen, man spielt mit 30 Lebenspunkten in Cluedo und nimmt halt 2 Booster, mischt sie zusammen, spielt dann gegeneinander und wenn eine Kreatur Kampfschaden macht, kannst du sagen, steht hier auch, I suggest that the crime was committed by, dann sagst du halt den Verdächtigten, die Waffe und den Raum und dann muss der gegnerische Spieler, falls eine von seinen 3 Karten halt diese Karte ist, die du gesagt hast, die dir zeigen, von wegen, okay, du weißt, er hat diese Waffe oder so, ne? Auch immer, wenn er theoretisch 2 von denen genannt hat, dann muss er trotzdem nur 1 vorzeigen. Mhm. Und dann kannst du so halt die Informationen, die Hinweise sammeln. Und am Ende kannst du dann einmal pro Spiel hier diese... Das andere sagen, dieses Accusen, ne, von wegen, ey. Beanschuldigen. Ja. Du bist. Das ist der Mörder, das ist die Tatwaffe und das ist der Raum. Und damit kann man dann auch die Partie gewinnen, wenn man das dann richtig sagt. Weiter gehe ich da jetzt aber auch nicht drauf ein, das ist ein bisschen zu kompliziert. Weil wir keine Profis da drin sind. Genau, und hier dieses Confidential ist halt dafür da, weil du irgendwie auch erst noch einen Verdächtigen, eine Mordwaffe und einen Ort da reinpackst. Ja. So, dann gucken wir uns jetzt aber erstmal das Schockland an, oder? Das ist ja auch so, glaube ich, so das Interessanteste an der ganzen Edition. Ne, nicht das Interessanteste. Wow. Nein, man möchte natürlich spielen. Ne? Ich glaube auch schon, dass das Spaß macht, die Decks zu spielen. Oder dieses ist halt so ein bisschen Jumpstart-mäßig auch, ne? So, aber halt mit einem kleinen Flair, mit dem Cluedo-Flair halt, ne? Mhm. Aber, So, welches Land möchtest du kriegen? Ist auf jeden Fall ein bisschen gebogen, aber... Ich hätte Orzhov, würde ich sagen. Golgari. Es ist... Nichts von beidem. Rakdos. Ja. Einmal die Blutkrypta. Ja, ist ein Land, Sumpfgebirge. Und sagt halt, wenn sie ins Spiel kommen, kannst du 2 Lebenspunkte bezahlen, falls, wenn du dies tust, kommt sie... ungetappt ins Spiel. Und sonst kommt sie getappt ins Spiel. Mhm.
Ja, ist auch schön eigentlich, ne? Ja, sehr voll schön Schockland. Hier in Foil. Leider müssen wir Schockländer sind ja immer super. Ja. Ja. Sehr cool. So, dann haben wir hier einmal die, wie hießen sie nochmal? Beweiskarten. Mhm. Gucken wir uns das erstmal an. Das sind jetzt hier die Mordwaffen, ne? Wrench, lesen wir es vor. Ja, ein weißes Mana, ein Artefakt. Sagt halt, die ausgerüstete Kreatur L +1/+1 und hat Wachsamkeit und für 3 Mana und tappe eine beliebige Kreatur deiner Wahl. Und für 2 Mana kann man die Waffe hier opfern und eine Karte ziehen, ausrüsten für 2. Mhm. Dann haben wir Candlestick für ein blaues Artefakt. Auch wieder Hinweis Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 und hat immer, wenn diese Kreatur angreift, wenn du Überwachung 2 an heißt, schau dir die obersten 2 Karten deiner Bibliothek an und dann kannst du entscheiden, ob sie auf deiner Bibliothek draufbleiben oder ob sie auf deinen Friedhof gehen. Und weil es halt wieder ein Hinweis ist, sagt es auch für 2 opfern sie eine Karte, ausrüsten kostet 2. Dann haben wir die Lilypipe für ein schwarzes Mana. Ich kenne mich hier so. Ja, perfekt. Die ausgerüstete Kreatur hat +2/+0 und immer wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und für 2 Mana kann man sie auch opfern. Karte ziehen. Ausrüsten 2. Ja. Dann Knife darf natürlich nicht fehlen. Für ein rotes auch wieder Artefakt Ausrüstung. Solange es unser Zug ist, kriegt die ausgerüstete Kreatur +1/+0 und hat Erstschlag. Für 2 wieder opfern, ziehen Karte, ausrüsten kostet wieder 2. Und noch Rope, das Seil hier für. Ist das ein Springseil? Nein, ist es aber nicht. Nee. Für ein grünes Mana, Artefakt. Die ausgerüstete Kreatur hat +2/+1 und hat Reichweite und kann nicht geblockt werden bei mehr als eine Kreatur. Für 2 Mana kann man es auch auffahren für eine Karte und ausrüsten 3. Das ist so ein fancy Seil, was immer so um so Vorhänge rumgewickelt wird. Ja. Ich habe kein Springseil. Ja. Leider nicht. Dann haben wir den Ballroom. Ist ein Land, kommt getappt ins Spiel, macht weiß oder schwarz und sagt für 4 Tappen Investigate. Heißt also, stelle Nachforschung an. Ja. Genau. Finde ich auch, sieht auch cool aus. Also die Länder sehen diese sehr cool Länder, aus, weil das halt einfach so die Räume von oben sind. Ja. Billiard Room kommt getappt ins Spiel, macht ein schwarzes oder rotes und macht genau halt das gleiche, ne? Das ist halt. So ein Cycle halt, ne? Jetzt haben wir hier Conservatory, das gleiche in weiß-grün. Sehr cool. Dining Room, das gleiche in rot und grün. Sieht sehr, sehr wo gut alle aus. Speisen. Und dann irgendjemand stirbt. Dann die Hall, das gleiche auch wieder für rot-weiß. Die Küche. Die dunkle Küche. Ja, das ist hier irgendwie so eher so eine Chemieküche. Nee, das ist so die Küche, in denen halt nicht du als Hausherr bist, sondern deine Angestellten. Ja, okay. Dann Library für Blau-Rot wieder ein Land. Die Lounge. Oh, die sieht auch sehr cool aus, ne? Ja. In Golgari-Farben, also schwarz-grün. Und Secret Passage in blau-schwarz, das Land. Mhm. Und Study. Das Studierzimmer. In weiß und blau. Auch schön. Mhm. So, und dann haben wir jetzt hier die Angeklagten, ne? Oder die Suspects. Ja. Apothecary White für 3 beliebige, ein weißes, eine 3-4 legendäre Kreatur mit Wachsamkeit sagt, immer wenn sie angreift, erzeuge ein Food-Token für jeden Spieler, der angegriffen wird und für ein weißes Tappen und tappe X ungetappte Food-Token, die du kontrollierst, erzeuge X11 weiße Mensch-Kreaturen Token. Und Food ist selbst noch ein Token, sagt halt für 2 Opfern kriegst du 3 Leben. Ich finde auch das Artwork ziemlich cool, ne? Also, das stimmt. Holt mich auf jeden Fall ab. Dieses, schön gezeichnet. Senator Peacock für 5 Mana, 3-4. Artefakte, die du kontrollierst, sind Hinweise zusätzlich zu den anderen normalen Typen. Heißt also, wir haben sie für 2 Mana, vor dieses Artefakt ist ja eine Karte. Mhm. Und immer wenn du einen Hinweis opferst, kann eine Kreatur in diesem Zug nicht geblockt werden. Die ist sehr gut. Ja. Und ist 3-4.
Dann haben wir hier Mastermind Plum. Für 2 beliebige ein schwarzes 2/2 legendäre Kreatur. Wenn er angreift, exile bis zu eine Karte aus einem Friedhof. Wenn es ein Artefakt war, erzeuge ein Schatztoken. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst und falls Mana von einem Schatz ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Mhm. Dann haben wir noch Headliner Scarlet für 4 Mana 3/3. Mit Eile. Und wenn sie ins Spiel kommt, kann eine Kreatur in diesem Zug nicht blocken. Mhm. Und zu Beginn deiner Versorgungsphase exilst du die erste Karte deiner Bibliothek umgedreht, also face down. Und du kannst sie dir angucken und sie spielen in diesem Zug. Ja. Ja. So. Und dann haben wir noch Emissary Green für 4 und ein grünes, eine 3/3 Kreatur, sagt, wenn er angreift, dann angefangen mit dir, votet jeder Spieler entweder für Profit oder für Security. Wir erzeugen dann Profit. So viele Schatztoken, wie Profit gewählt wurde und legen so viele +1/+1 Marken auf jede Kreatur, die wir kontrollieren, in der Anzahl, in der Höhe von Security. Also hat eigentlich nur Vorteile für uns. Lies es dir nochmal durch. Hattest du doppelte Menge auch genannt? Doppelte Menge? Ja, twice dann nochmal auf Profit Votes, ne? Also bei den, bei den Treasure Token. Damn. Da, damn. Und Commander Mustard für ja. Senf. Nein, okay, für 5 Mana. 5/5 mit Wachsamkeit. Und andere Soldaten, die du kontrollierst, haben Wachsamkeit, Trampelschaden und Eile. Okay, krass. Und für 4 Mana bis zum Ende des Zuges erhalten Soldaten, die du kontrollierst, immer wenn diese Kreatur angreift, fügt sie einem verteidigenden Spieler einen Schadenspunkt zu. Ja, ich meine, wenn du Rot und Weiß zusammenmixst, dann kriegst du so Senf. Wunsch. So. Der ist sehr stark. Das sind coole, sehr, sehr, sehr gute Karten. Coole Karten, ja. Und dann kannst du ein bisschen weiter rauszoomen eigentlich nochmal. So, hier haben wir jetzt die 8 Chloedobusa, wo man sich als 2 von nimmt und dann zusammenmischt. Ne? Ja. Und dann hat man ein fertiges Deck. Heißt also, hier sind dann auch die Länder natürlich schon drin. Und was ist besser als einmal Plastik? Zweimal Plastik. So, hier haben wir einen Golgari-Booster. Oh. Willst du alle Karten vorlesen oder nur die Rares? Ich würde sagen, wir gehen nur auf die Rares ein. Puh. Das sind ja alles eigentlich Reprints aus alten Ravnica-Sets. Ne? Ja. Ja, ich habe jetzt nicht vor, alle hier auf Englisch vorzulesen. Das kriegen wir auch nicht so gut hin. Ja. Ne? Unsere Englischkünste sind wir da sind jetzt nicht Deutsche, so. Wir sprechen Deutsch. On top. Leering on Loka. Den gibt es, glaube ich, nicht im normalen Set, oder? Das ist doch bestimmt hier die exklusive Karte, gehe ich mal von aus, oder? Oder gibt es den auch im normalen das Set? Das ist das Set vom. Das ist das Symbol vom normalen Set. Okay. Ja, stimmt. Aber. Oder? Warte mal. Weiß ich nicht. Ich glaube. Weißt du nicht, ne? Ich weiß es auch nicht. Am Ende war es die. Und dann hier, für 3 Mana. Todesbohrung. Siehst du, ich habe eine Karte vorgelesen. Bitteschön. Ich weiß auf jeden Fall, die gab's alle schon. Die Artworks kenne ich. Wir haben hier sogar eine Split-Karte drin. Status und Statue. Weiter geht's. Uns interessieren die Rares. Die lesen wir aber vor. Deal gone bad. Jetzt haben wir hier noch ein Land. Golgari Guildgate. Die Rotten Farm. Finde ich auch immer sehr schön. Ne, weil sie halt getappt ins Spiel kommen und wenn sie ins Spiel kommen, bringst du ein Land von dir auf deine Hand zurück und macht dann halt schwarz und grün. Ja. So, dann haben wir jetzt hier halt die exklusive Karte Amzu Swarm's Hunger für 5 Mana 3/3 mit fliegend und bedrohlich und andere Insekten, die du kontrollierst, haben Bedrohlichkeit und immer wenn ein oder mehr Karten den Friedhof verlassen, kannst du einen 1/1 schwarzen und grünen Insekt-Token kreieren und entsprechend viele +1/+1 Marken auf sie packen, wie hoch die Mana-Kosten der Karten waren, die du halt in den Friedhof geschickt hast. Mhm.
Und das kannst du noch einmal Bezug machen. Ja. Und hier haben wir noch Deadbringer Charn für 6 Mana. Einen Charn. Oh ja, sorry. Für 6 Mana eine Verzauberung. Wenn sie ins Spielfeld kommt, millst du 10 Karten. Mhm. Zu Beginn deines Versorgungssegments suchst du eine random Karte aus deinem Friedhof aus. Wenn es eine Kreaturenkarte ist, bring sie ins Spiel, andernfalls bring sie auf deine Hand. Ja. Auch stark. Machst du ja immer. Okay, ich glaube, das war die Ankam, die exklusiv ist. Ja, das glaube ich auch. Und dann haben wir jetzt hier noch 5. Sümpfe. Nur Sümpfe. Okay, wir haben hier theoretisch 3 grüne Mana. Okay, wir haben jetzt hier die Rares, die jeweils grün sind, und die Splitkarte, die auch grün hat. Theoretisch auch beim einen sogar mit Hybrid. So, und jetzt lesen wir noch mal kurz die Ankam vor. Die erste Karte ist... Die erste Karte was? Ist nicht zufällig die... Nee, ist... Die? Nein, der Guildmate nicht. So. Okay. Leering on Loka für 2 Mana, 1-3 mit Fliegen on und für... Loka. Für 4 Mana kann man ihn exilen aus dem Friedhof und dann erzeugt man 2 getappte 1-1 schwarze Fledermauskreaturen Token mit Flugfähigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht war der auch im normalen Set drin. Sag mal, wie hast du das Booster aufbekommen? Mit Gewalt. Weil ich guck mal nach unten nach der Nummer. Da muss es ja eigentlich klar sein. Die hier war es, glaube ich, sogar. Tribune of Wrath. Ja. Für 3 Mana. Ich lese sie auch nochmal vor. 3-3. Mit Hybrid Schwarz und Grün. Wenn er angreift, millen wir 2 Karten. Für jede Karte, die gemillt wurde, erzeugen wir einen 1-1 grünen Saupolin-Kreton-Token. Ja. Na, weil die hat hier die 48. Das wird ja dann. Okay. Ja, und die kleinste da steht Zahl. Auch Clou unten dran. Für Cluedo. Ja, das ist bei der anderen aber auch. Achso, okay. Außer bei der anderen, die war MKM, weil die wahrscheinlich auch einfach im Mainset drin ist. Ja, so, ich habe hier auch nochmal Golgari Swarm. Oh. Ja, es gibt 2 Varianten. Also, Nein. Ja, es geht nicht. Du hast es. Was hast du getan? Hier, öffne deinen Booster. Wow, danke, bitte. Papa. Unfähiges Kind. Oh. Oh, wir sehen direkt. Wow, geh mal nicht so schnell durch. Entspann dich mal. Mehr auf grün hier. Boah. Für 3 Mana 2-2 mit Todesberührung. Jetzt habe ich auch eine Karte vorgelesen. Nochmal. Ja. Yeah. Du guckst auch unten schön auf die Nummer, ne? Was soll denn die Nummer sein? Ja, nur einfach nur um zu gucken wegen der exklusiven Karte, aber das ist ja jetzt gerade schon die eine gewesen dann. Doppelt gezogen. Wir sehen, dann hat man wirklich hier zweimal Golgari, aber einmal ist dann der Fokus wirklich auf grün und einmal ist der Fokus auf schwarz. Ja, das ist bei jedem der Booster so. Die kannst du perfekt zusammenmischen. Das stimmt. Sollte man auch eigentlich, oder? Also. Du ziehst ja 2 so oder so, also random. Ja, du bist ja schon fast 4-farbig. Ist auch ein bisschen doof, oder? Ist ja meistens. Hier ist ja alles Hybrid. Ja. Auf jeden Fall, erste Rare, die wir haben, ist der Sludge Titan. Für 4 und 2-mal grün-schwarz Hybrid. Eine 6-6 Zombie-Kreatur. Mit Trampel. Und wenn er ins Spiel kommt oder angreift, millen wir 5 Karten. Dann können wir für jede Kreatur und oder Länderkarte, die von... können wir eine Kreatur und oder Länderkarte von diesen Karten auf unsere Hand zurücknehmen. Mhm. Und dann haben wir... Oh, den Underrealm Lich. Oh, für 3 beliebige, ein schwarzes, ein grünes, eine 4-3 Kreatur. Wenn du eine Karte ziehen würdest, schau dir stattdessen die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an, nimm dann eine davon auf deine Hand und leg den Rest in deinem Friedhof und du kannst 4 Lebenspunkte bezahlen, dann kriegt er Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges und dann tappen wir ihn. Der ist sehr, sehr gut. Bin mal so frei und öffne direkt schon mal alle Booster, weil die sind ja nochmal extra gepackt. Und dann habe ich hier noch 5 Wälder. Mach das mal auch bei dir. Ja. So, also ich habe ja jetzt übrigens noch einmal Selesnya Konklave. Ich habe nochmal einen Golgari-Schwarm. Dass du das jetzt alles und schon machst, und ich habe Simic Combine.
Ja, einfach nur von wegen, Spaß das ist halt, du hast halt 8 verschiedene, aber du kannst halt auch Pech haben und halt theoretisch, wie wir haben jetzt 3-mal hintereinander, also wir haben jetzt 3-mal Golgari-Spawn. Ich öffne den jetzt nochmal, um zu gucken, ob der wirklich komplett... Ja klar, komplett, wir öffnen alle. Ja klar, aber ihn jetzt halt als nächstes, oh, ich hab das Booster. Nein! Ja. Also, ob das wirklich, holt euch eine Schere, wenn ihr euch diese Edition holt. Komplett jetzt identisch ist zu dem Boostern davor, die wir jetzt gerade hatten. Sollte aber eigentlich, hier auf jeden, ne, Fall nochmal schön andere Gilden. Ja, jetzt haben wir hier tatsächlich nochmal ein Booster, was genau identisch ist wie deins, was du jetzt da gerade hattest. Naja, aber ob die Rares identisch sind, ist dann auch so. Ja. Ja, ich habe nochmal 3 ganz andere Sachen. Ja, das sind vorgefertigte Packs. Oh. Oh man. Ja, dann ist hier die Länder. Okay. Mach ich mal weiter. Du hast halt diese... Orzhoff. Mit dem Ortshoff-Syndikat. Gilden und 2 Varianten. Ui. Okay. Kann auch nicht gerade reinlegen, ne? Nee. Ich guck auf die Karten, ob das die richtige. Ich glaube, das ist die. Ja, das wird die Syndikat. Soll ich die mal vorlesen? Sein. Sehr witzig. Sie sieht aus wie du. Die habe ich auch gespielt früher. Ja. Oder irgendwo habe ich sie gespielt. Denkst du, dass du sie gespielt hast, weil du sie so oft gesehen hast, aber du siehst sie eigentlich immer nur, wenn du in den Spiegel guckst. Hm. Danke. Bitte. 23, das wird wohl dann hier Afterlife. Die Karte vom Titelbild, ja. Denke ich auch dann. Für ein beliebiges und einmal Weiß-Schwarz-Hybrid. Ein Spontanzauber sagt, Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen Afterlife 1 bis zum Ende des Zuges, zieh eine Karte und immer wenn eine Kreatur mit Afterlife 1 stirbt, erzeugen wir einen 1-1 weiß-schwarzen Spirit-Token mit Flugfähigkeit. Finde ich auch schön. Karte ziehen und weiß in weiß-schwarz. Ja. Haben wir noch nicht oft. Hier nochmal schön Mörder mit dabei. Ja, schön morden. Mhm. Die Länder. Dann haben wir hier. Oh Gott! Convictius Elegy. Elegy. Wir lieben Englisch. Wir lieben Englisch. Aber es sind ja eigentlich nicht viele Karten, die du vorlesen musst. Ja, aber man kann trotzdem failen. Ja, für Fibolivia ein weißes, ein schwarzes. Hexerei. Jeder Spieler bestimmt bis zu 2 Kreaturen, die er kontrolliert und opfert den Rest. Dann erzeugen wir einen getappten Schatztoken für jede Kreatur, die unser Gegner kontrolliert. Oh, also 2. Höchstens. Wow. Oh. Ja, wieso? Oh. Wieso ist es 2? Ja, für jede Kreatur, die unser Gegner kontrolliert. Ach so. Aber der darf nur bis zu 2 Kreaturen behalten. Ah. Hm. Wow. Seraph of the Scales ist sehr, sehr gut. Den habe ich damals immer gespielt in meinem Engeldeck. Für 2 beliebige ein weißes, ein schwarzes Kreatur. Engel 4-3 fliegend sagt, für ein weißes kriegt er Lebensverknüpfung. Ach, sorry, kriegt er Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Für ein schwarzes kriegt er Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Und hat Afterlife 2. Heißt, wenn er stirbt, bringt er dann 2 ins Einser mit. Mit Flugfähigkeit. Dann haben wir hier noch Swamp. Genau nochmal Swamp. Ne? Jo, weiter mache ich mit Sildesnia Konklave. Mhm, hatte ich nicht. Nee, wir haben keine Booster mehr, die sich jetzt doppeln. Ja, aber wir hatten halt ein bisschen Pech, weil wir einfach 3-mal Golgari hatten, ne? Hä, Golgari ist doch voll cool. Was beschwerst du dich denn? Sumala Rumbler für 4 Mana, Sternchen 4 und Stärke ist gleich der normalen Kreaturen, die du kontrollierst, mit Myriade. Heißt also, wenn diese Kreatur angreift, erzeugst du für jeden angreifenden Spieler. Ja, ach, ein Token, der auch halt diesen Spieler angreift. Ne? Heißt also, du greifst halt einfach einmal alle Gegner an und dann exilst oder dann sterben die Token halt wieder. Ne? Nach dem Kampf. Aber es pumpt ihn halt. Ne? Richtig, weil du dann für kurze Zeit mehr Kreaturen hast. Oh, mal langsamer. Und wir haben den Wirsch. Verne, den Wirsch? Den Hirsch. Vernal Sovereign. Für
6 Mana, 4-4. Und wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, erzeugen wir einen grün- und weißen Inventar-Token mit dieser Kreatur. Deren Stärke ist gleich. Deren Stärke und Widerstandskraft ist gleich der Nummer an Kreaturen, die du kontrollierst. Mhm. Auch schön. Und der Bestienflüsterer für 4 Mana, 2-3. Wenn du einen Kreaturenzauberspruch spielst, ist hier eine Karte. Ja. Auch eigentlich eine schöne Karte. Und die Wälder. So, Mist. Also im Öffnen bin ich nicht so gut. Also es gibt so eine Taktik, die nennt sich Voröffnen. Nee. So, machen wir mal weiter mit dem Kult von Rakdos. Weil hast du... Ja, okay, mach weiter. Sie mich jetzt dafür flamen, wie ich meine Busse hin. Ja, ich hätte die eigentlich noch mal reingehalten, die ganzen Themen, die wir geöffnet haben. So, ich glaube, das ist dann hier Gurmag Swiftwing. Nö. Nee? Ich glaube, nein. Nein, nicht von der. Nee, die Nummer ist ein bisschen hoch. Ach so, ich habe nur die 13 gesehen, deswegen. Ja, ist auch nicht. Also irgendwie. Ich kann hier nicht so richtig sehen. Ja, merke ich. Ja, das spiegelt sich. Bin geblendet vom Scheinwerferlicht. Hm. You know what I mean? Ja. So eine Anspielung auf eine Magic-Karte aus dem Kaladesh-Set. Ätherrebellion war die, glaube ich, drin. Ja. Weiß, 3 Mana. Fesselt. Ja, okay, Zettel muss jetzt nicht die ganze erklären. Ja, doch. Ja, da. Incriminating Impetus. Ich hoffe, das spricht man so aus. Sorry an alle, die Impertus normal Patronum. Englisch sprechen können. Für 2 beliebige und schwarz-rot Hybrid. Verzauberung Aura, verzauber eine Kreatur. Wenn diese Verzauberung ins Spiel kommt, dann wird die zum Suspect, die Kreatur, die wir verzaubern. Was heißt das nochmal auf Deutsch? Verdächtigt. Ach ja, sie wird verdächtigt. Du warst das. Ja. Und die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2 und ist angestachelt. Heißt, sie muss in jedem Kampf angreifen, falls möglich, und muss einen anderen Spieler als dich angreifen, falls möglich. Ja. Wow. Wir hier unsere Länder. Ein sehr, sehr schönes Guild-Gate, finde ich. Dann haben wir hier Frenzied. Gorespawn für 3 beliebige. Ja, nee. Wieso lachst du mich an? Das nein, ich finde einfach nur die Namen immer witzig, die du hast. Nein, mach. Für 3 beliebige, ein schwarzes, ein rotes, eine 4/4-Kreatur. Wenn er ins Spiel kommt, für jeden Gegner, den wir kontrollieren dürfen, stacheln wir eine Kreatur an, die dieser Spieler kontrolliert. Heißt also auch wieder. Greift in jedem Kampf, falls möglich, an und greift jemand anderen als uns an, falls möglich. Und immer wenn ein oder mehrere Kreaturen einen unserer Gegner angreifen, kriegen diese Kreaturen Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Also der ist richtig brutal unterwegs hier. Ja, Rakdos halt, ne? Immer schön draufhauen. Oh! Und dann... Den habe ich früher in meinem Standard-Deck gespielt. Ich finde den super. Und dann der Spawn of Mayhem. Für 2 beliebige, 2 schwarze, 4/4-Dämon. Können wir aber auch für 3 Mana spielen mit den Spektakelkosten. Heißt, falls wir in diesem Zug, falls ein Zauberspruch einem Gegner... Warte. Falls ein Gegner Lebenspunkte in diesem Zug verloren hat, können wir den Dämon für die Spektakelkosten wirken. Er ist... 4/4 fliegend mit Trampelschaden und sagt zu Beginn unseres Versorgungssegments fügt jedem Spieler einen Schadenspunkt zu. Wenn wir dann 10 oder weniger Leben haben, legen wir eine +1/+1 Marke auf den Spawn. Der ist richtig cool. Der ist richtig gut. Der ist einfach. Du hast einfach für 3 Mana eigentlich dann eine 4/4er fliegend mit Trampelschaden. Der immer noch einen Schaden schießt. Ja. Gefällt mir. Simic Combine. Mein letztes Booster. Oh nein. Scuttling Sentinel für 3 Mana, 3/2 mit Flash, also Aufblitzen und Wachsamkeit. Und wenn er ins Spielfeld kommt, legen wir eine +1/+1 Marke auf eine andere Kreatur, die wir kontrollieren. Bis zum Ende des Zuges gehalten, erhält die Kreatur. Nee, wird sie zu einer blauen Krabbe zu den anderen Typen und bekommt Flugsicherheit. Was? Du machst da super. Ja, danke. Also,
Unter normalen Umständen können wir ein bisschen besser Englisch sprechen. Das ist halt einfach nur dieses Übersetzen, während man es liest, ist so immer so ein bisschen so, No, ich verteidige dich. Julian ist immer so schlecht, aber ich. Unruly Crisis. Für 3 Mana 4/4 mit Trampelschaden. Und wenn du, wenn die Crisis angreift, kannst du die Basisstärke und Widerstandskraft einer anderen Kreatur, die du kontrollierst, zu XX werden lassen. Wobei X gleich die Stärke von der Crisis hier ist. Und hat noch für 5 Mana adaptieren 3, heißt also, wenn noch keine +1/+1 Marke auf dieser Kreatur liegt, kannst du 3+1/+1 Marken drauflegen. Ja. Aber es ist 7/7. Gibt eine andere Kreatur 7/7. Und noch Master Biomancer für 4 Mana 2/4. Jede andere Kreatur, die du kontrollierst, jede andere Kreatur, die du kontrollierst, die ins Spielfeld kommt, kommt mit entsprechend vielen +1/+1 Marken ins Spiel, wobei, in Höhe der Stärke von dem Biomancer. Ja. Richtig. Und ist ein Mutant. Zu den anderen Typen. Ja. Ja. Also, die Booster sind ja vorgefertigt, ne? Mhm. Also, aber da kann man wirklich gute Karten ziehen. Du ziehst ja nur entweder so oder so, weil es ja nur 2 verschiedene Varianten der Booster-Typen gibt. Aber du hast trotzdem echt starke, also du hast natürlich die 9 Karten, die gut sind, ne? Und du hast halt auch viele starke Reprints, also der Biomancer ist richtig gut. Du hattest jetzt gerade hier den Spawn auf Mayhem, ist auch eine richtig gute Karte. Ja. Und auch in den anderen Farben hast du auch Mythics und sowas. Ja. Also das sind ja auch richtig spielstarke, gute Karten und du hast ja auch noch die, den Boxtopper, Shockland und du hast natürlich noch die Beweiskarten, richtig. Ja. So, als nächstes haben wir erstmal die exklusive Uncommon und das ist der Furious Spine Splitter für 2 beliebige, 2 grün-rote Hybrid-Mana, 3/3 Kreatur mit Trampelschaden und sagt, zu Beginn unseres Endsteps legen wir einen +1/+1 Marker auf den Spine Splitter für jeden Gegner, dem in diesem Zug Schaden zugefügt wurde. Auch gut. Wieder richtig schön draufhauen hier. Immer. Warte, welche Gilde hatten wir jetzt gar nicht? Mal Azorius auf jeden Fall. Ja, wir hatten mehrere Gilden nicht. Ja, mach weiter. Die mir hatten wir auch nicht. Billing gleich nochmal rein. Wir hatten halt 3-mal Golgari. Sheesh. Das wird schön. Herald auf Ilhaq. Für 2 beliebige, ein rotes, ein grünes. 3/3 Kreatur mit Trampelschaden. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, lege 2+1/+1 Marken auf auf Herald. wenn dieser Zauberspruch Mana-Kosten 5 oder höher hat, fügt der Herald einem Ziel. Einem Ziel Schadenspunkt in Höhe der Nummer der Gegner, Marken zu. Einem Gegner Schaden in Höhe der +1/+1 Marken auf ihm zu. Ja, stimmt. Jedem Gegner. Boah, ist ja noch besser. Englisch übersetzen. Ach Leute, wir lieben es. Dafür sind wir doch hier. Ja. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Und dann haben wir hier noch Clan Defiance. Für X ein rotes, ein grünes Mana, Hexerei. Sagt bestimmt 1 oder mehrere Sachen. Entweder füge X Kreaturen X Schaden einer Kreatur mit Flugfähigkeit zu oder füge X Schaden einer Kreatur ohne Flugfähigkeit zu oder füge X Schaden einem Spieler oder Planeswalker zu. Ja, cool. Ja. So. Und dann haben wir hier noch Mountains. Gut, dann zoom mal hart raus. Hart? Ja. Was ist denn hart? Ja, schon. Ja, okay. So, ich lege mal jetzt hier oben alle Themen hin. So, nochmal kurz, um zu gucken, was hat man eigentlich jetzt, was bekommt der Spieler jetzt hier eigentlich in dieser... Sind wir der Spieler? Cluedo-Edition, ja. Genau. Und zum einen, ich leg mal auch jetzt hier. Wow. Ich leg jetzt hier auch nochmal die Karten aus, die du natürlich jetzt hier nochmal so bekommst, die ganzen Suspects und so. Chuck, chuck, chuck. Und auch die. Chuck, chuck. Die Räume. Zack. Dann nimmt man das hier nochmal alles auf so
einen Blick hat. Und natürlich hier der Boxtopper. Ja. Darf natürlich auch nicht fehlen. Na, also wie schon gesagt, du kriegst hier den Boxtopper, du kriegst hier diese ganzen Unique-Karten, die nur in der Cluedo-Edition drin sind. Du kriegst die 8 Booster, die natürlich irgendwie unterschiedlich sein können, aber wo auch richtig starke Karten drin sind. Du hast, ja, und dann halt einfach ja, allgemein halt diese andere Art vom Spiel halt, ne? Dass du mit 30 Lebenspunkten hast, dass du halt die Verdächtigen hast, die Räume, die Waffen und alles Mögliche, diesen tollen Zettel und die Megatrennwände. Und du hast ja natürlich auch noch diese große Aufbewahrungsbox, die auch noch mitkommt. Einziger Manko ist halt, dass es englischsprachig ist, ne? Und natürlich auch, wenn du dich dann irgendwie in die dich reinlesen möchtest, wie du das spielst und sowas alles, ne, musst du halt alles auf Englisch machen, außer du knallst es halt durch Google Lens oder sowas. Fragt ne? einfach uns, wir übersetzen das für euch, freiwillig. Ja, auf jeden Fall. Ich schicke Julian vorbei, der kommt. Ruft einfach an. Ja. Ja, aber an sich eigentlich ziemlich cool. Find halt, kannst halt, das ist halt schon ein bisschen Pech, wenn du jetzt einfach dreimal das gleiche Thema öffnest. Das liegt halt einfach daran, dass es random ist. Na, hätte ich, glaube ich, besser gefunden, hätten sie da so garantiert reingepackt, sage ich jetzt mal. Und dann halt irgendwie so 10 Booster für alle Themen oder so. Aber so ist es. Es ist cool, keine Frage. Das stimmt. Man muss natürlich damit klarkommen, dass es englischsprachig ist. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Spiel wert. Ja. Und würde bestimmt Spaß machen, wenn man es spielen würde. Ich kann es natürlich erst noch nicht beurteilen, ich habe es ja noch nicht gespielt. Ja. Aber was du hier drin bekommst, ist ja eigentlich ziemlich cool. Ist auf jeden Fall gut, ja. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Allgemein, wie ihr das Produkt findet. Ob ihr es jetzt überflüssig findet oder ob ihr jetzt sagt, so, oh mein Gott, Magic und Chloe. Darauf habe ich seit 20 Jahren gewartet. Meine Lieblingsspiele endlich kombiniert. Combined. Das ist natürlich, auf manche trifft es ja zu. Irgendwo gibt es eine Person, die genau das denkt. Ja, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und dann sind wir raus. Und das war's jetzt auch mit Mord in Call of Manor. Obwohl, das war ja jetzt auch schon nicht unbedingt mehr Mord in Call of Manor. Das war Ravnica. Cluedo-Edition. Ja. Gut, dann sind wir jetzt hier raus. Wünschen euch noch viel Spaß mit Magic und natürlich der Cluedo-Edition. Und sehen uns im nächsten Unboxing. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.